Dieses Studio wird präsentiert von H&M. Fashion and Quality at the best price. Und Manhattan Cosmetics. Express yourself. Auch diese Woche ist Claudia auf Beutezug nach jungen Talenten. Moin. Hallo. Ist dein Freund? Nein. Wer bist denn du? Ich bin der Moritz. Sind wir eigentlich ein Bärli? Ja. So wie man sieht, hast du nicht recht. Du hast ihn aber gut erzogen. Für was machen wir denn so, wir machen das Fazy-Studio. Das ist dann, wenn wir Girls sind einladen zu einem Fotoshooting. Okay. Ah, von dort kenne ich dich. Hast du schon mal gesehen? Ja. Erzählst du mal etwas aus deinem Leben? Ja, das kannst du hören. Was muss ich da machen? Oder für was ist es? Ich habe mal als Model Actor vor der Kamera, einen professionellen Fotoshooting. Okay. Ich weiss nicht, ob es wird gehen, aber ich bin ein bisschen tatuiert. Weißt. Wo denn? Ein bisschen überall. Hat schon mal irgendjemand gesagt, dass du ein sehr gutes Gesicht hast? Ja, sie. Ah, wirklich? Okay, das ist ein relativ grosses Tattoo. Ja. Wirst du dich wohlfühlen für einen schon mal vor einer Fotokamera? Ja, das wäre schon voll geil. Ich habe eigentlich schon gedacht, jetzt Piercing machen. Ja, jetzt musst du entscheiden, Fotoshooting oder Piercing? Ja, ich glaube, ich bin ein spontaner Typ und ja, man kann immer dazu lernen im Leben. Ich bin mit dabei. Spontanität zeichnet auch unser Faces-Team aus. Gray Castillo ist als Stylistin und Fashionbloggerin weltweit tätig. Ellen Andereck, die gebürtige Solothurnerin, arbeitet international als Fashionfotografin. Claudia Lesser, die erfahrene Fernsehfrau, mischt die Fernsehlandschaft bereits seit 15 Jahren auf. Michael Schäffler, der Aargauer Make-up-Artist, weiß, wie man die Stars zum Glänzen bringt. Welchen Look Dominik verpasst bekommt, finden wir gleich heraus. Heute machen wir als Look einen Grunge-Look. Aber wir machen heute das moderne Grunge. Mit den grafischen Prints einflüssen, damit das Ganze, das sehr dunkel gehalten wird, auch etwas frisch bekommt und die helle Farbe noch rauskommt. Ich werde noch sicher Karomuster noch reinnehmen, in rote Farbe kombinieren mit dunklen Skinnyhosen. Sehr cool. Yes. Klingt sehr interessant. Ich möchte gerne so ein das Düstere aufnehmen. Und zwar haben wir draußen einen ganz coolen Warenlift. Und ich möchte gerne dort innen shooten. Der Warenlift ist so etwas dunkelgrün. Und dann möchte ich auch noch mit einem roten Gegenlicht auch noch mal das Rote aufnehmen. Weil das rote Karohemd ist so etwas sehr typisch Grunge. Und das gibt dann nachher sehr eine düstere Stimmung. Und ich denke, das passt perfekt. Sehr gut. Cool, es klingt alles sehr spannend. Also, ich denke, so der Grunge-Look ist so etwas das Verlebte. Sieht aus wie zwei, drei Tage nicht wirklich gewaschen. Es hat so ein bisschen den Look, also es hat sehr out of bed-mässig ausgesehen. Wie gesagt, Schminken ist ja nie so wirklich das Thema bei den Männern. Was man jetzt hier machen kann, vielleicht noch ein bisschen mit erdigen Schattierungen, noch ein bisschen den Blick intensivieren, dass es einfach noch ein bisschen Düsterkeit, noch ein bisschen mehr düstere Wirkung bekommt. Alles andere als düster ist das Gemüt unseres heutigen Kandidaten Dominik. Du studierst etwas ganz Spezielles, was genau? Ja, ich mache einen Bachelor in Holztechnik, angehender Holzbauingenieur. Ja, ist ein sehr interessantes und weites Thema, das wir hier alles haben. Okay, und man sieht, das Holz zeigt sich auch bei ihm im Gesicht, nämlich hier an den Ohren. Ein ganz spezieller Look, oder? Also, hast du nicht selber gemacht? Nein, leider nicht. Ich bin unterwegs mit zwei Kollegen, die mit mir studieren. Was zeichnet dich sonst so als Typ aus, oder was schätzen die anderen zwei Jungs an dir? Ja, ich koche relativ häufig. Ich glaube, das schätzen sie schon. Und in der Küche bin ich manchmal ein bisschen der Putzteufel, weil ich es halt gern. Direkt aus Biel führt es den Bo ins Faces Studio. Guten Morgen, das ist der Dominik aus Biel angereist. Hallo, Dominik. Schön, willkommen. Du machst gerade einen Bachelor in Holztechnik übrigens. Holztechnik? Mhm. Ach, das ist spannend. Absolut, und er hat vor allem sehr spannende Haare. Vielleicht zeigst du das mir. Ja, gerne, ja. Okay, gut. Also so, wie ich es vermutet habe. Also, nimmst du mit? Ja, du darfst mit mir mitkommen. Wir gehen mal ein bisschen kreativ basteln. Morgen ist gut. Basteln finde ich gut. Erfrischend kreativ sind auch unsere Zuschauer. Zeige der Welt deinen Style in unserer Sendung. Schick uns ganz einfach dein bestes Foto von deinem Look. Infos dazu gibt's auf faces.ch/yourstyle.
So, Dominik sitzt hier bei mir. Wir haben heute den Look Grunge. Und ja, das ist so ziemlich der einzige Look, den wir jetzt sagen können. Wir dürfen mal noch vielleicht etwas mit irgendeinem Lidschatten machen. Ansonsten ist ja die Regelung so, dass man Männer nicht wirklich gross schminken. Vielleicht werden sie etwas abpudern. Eigentlich sind wir so beibehalten. Ich gehe jetzt hier nicht wirklich gross Aufhellungen machen oder so. Zu diesem Grunge-Look ist es ja. Es ist ja so etwas versifft, das Ganze. Es sieht so etwas müde aus, etwas abgefuckt. Das müssen wir noch ein bisschen unterstreichen mit einem erdigen Lidschatten. Also, du wirst nicht wie Tokyo Hotel oder so aussehen, musst du also keine Angst haben. Ja, das ist eigentlich das, was ich machen würde im Großen und Ganzen mit Make-up. Und haartechnisch finde ich eigentlich cool, das passt eigentlich gut, was du hier hast. Da werde ich einfach noch mit Wachs, auf Wachsbasis das Ganze noch ein bisschen strähniger gestalten und dass es einfach so ein bisschen locker aussieht, einfach so ein bisschen out of bed. Und dann, that's it. Klein nervös bist du nicht? Ja, jetzt mittlerweile ist es langsam verflogen, als ich reingelaufen bin. Aber wir sind ja alle so locker drauf und lachen ein bisschen miteinander. Von dem her geht das schon. Auf unseren Kandidaten wartet heute ein besonderes Lifting. Das Dunkle von dem Grunchigen möchte ich wieder aufgreifen. Und was gibt es Düsteres und Unheimlicheres als ein Warenlift? Und darum finde ich das gerade perfekt, dass wir das brauchen können. Während Ellen das Set fertig ausleuchtet, erklärt uns Gray etwas mehr über den Grunge-Look. Der Unterschied vom Grunge und dem Modern Grunge, wo ich heute umsetzen werde, ist, dass wir grafische Prints in dem Look hineinnehmen. Sprich, mache ja so Palmenprints oder irgendwie Gesichtprints spielen. Die werden alle in der Farbpalette gespalten, also es wird nicht etwas jetzt Neon sein oder irgendwie Grelles geben. Es wird alles sehr ruhig sein, weil man will oder man muss immer noch das Dunklere von dem Look rausholen. Key Pieces von dem Look sind auf jeden Fall Karo-Hemden, Karo-Details rundherum, eng geschnittene Hosen, am besten in dunkle Farbe, Ketten, Halsketten, nicht so grobe, schon sehr dezent und sicher mal Kapuzen. Michi, Bist du bereit? Ich bin. Er muss bereit sein. Bist du bereit? Ja, mal, ich glaube schon. Was? Also, ja. Du musst ihn umziehen. Ja, gerne. Alles klar. Soll ich hier bleiben zuschauen oder soll ich gehen? Gerne hätte ich das. Raus. Ja. Tschüss. Also, du bist der Grunge-Typ. Es schießt ja alles ein bisschen an. Von dem her vom Gesichtsausdruck wirklich entspannt. Nicht irgendwie aufgesetzt, ich würde auch nicht wirklich gross in die Kamera schauen. Er muss springen, er muss einen Gesichtsausdruck machen, er muss links runter schauen und gleichzeitig sollte er irgendwie noch gut aussehen. Ich glaube, nur schon vom Hirn her ist das relativ viel, was er verarbeiten muss. Also eine grosse Herausforderung, finde ich, ehrlich gesagt. Outfit. Oh, cool. Dazu. Weißt du, ich habe noch eine Idee. Ich sehe, du hast dort ein bisschen blau drin in der Jacke. Und kommt mal mit. Zwar, wenn wir hier drüber drehen, jetzt haben wir blau. Und dann wird das so ein bisschen das Blau von der Jacke wieder aufnehmen. Sehr gut. Perfekt, mein Heiß. Man fühlt sich ein bisschen wie eine Puppe. So eine Barbie-Puppe früher. Ein bisschen Schminke hier, ein bisschen Zipfel dort. Aber es ist halb so wild, wie es aussieht. Ja, ich bin sehr gespannt. Vor allem mich nimmt es wunder, wie ich aussehe. Weil, ja, es ist gleich ein bisschen komisch, dass ich da ein bisschen künstlich einen Blick aufsetzen. Und
Ich habe immer das Gefühl, ich sehe blöd aus auf Fotos, aber ich hoffe, es kommt gut raus. Ob sich die harte Arbeit im Warenlift gelohnt hat, bekommt Dominik nun gleich zu sehen. Dominik, wir stehen vor einem ganz grossen Moment. Wir werden Ihnen jetzt gerade das Bild zeigen. Bist du gespannt? Ja, sehr. Was erwartest du, was kommt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach gespannt und ich lasse mich überraschen. Also, dann spannen wir dich nicht mehr länger auf die Folter. Das ist dein Bild. Ja, ich habe lange immer gedacht, dass ich auf Fotos nicht so super aussehe. Also ich habe mir einfach nicht so gefallen drauf. Und jawohl, wenn ich das Foto anschaue, ist echt ein Hammer geworden. Und ja, Delin hat einen super Job gemacht. Amazing. Also ich habe mich sehr gefreut, weil eben heute ein Mann dran war. Ich wollte sehen, was er so eben aus dem Look macht. Voll überzogen. Also ich finde, der Dominik hat sich super geschlagen. Es war nicht ganz eine einfache Aufgabe. Und für das, dass es sein erstes Mal war vor professionelle Kamera, finde ich jetzt hervorragend gemacht. Mal bis jetzt. Der Dominik, ein junger Mann, der sich das erste Mal vor der Kamera bewegt hat, wirklich mit vielen Herausforderungen müssen kämpfen. Und er hat es gemeistert, wirklich am zweiten. Schön, bist du da. Ja, danke vielmals für alles. Es hat mega Spass gemacht. Danke dir. Cool, tschüss. Schön, bist du da. Antonia aus Österreich sagt uns nächste Woche Servus mit dem Denim Deluxe Look. Ich finde, Antonia hat es wirklich hammermässig gemacht. Wirklich. Faces Studio wird präsentiert von H&M. Fashion and Quality at the best price. Und Manhattan Cosmetics. Express yourself. Mehr Styles und Stories gibt es in der aktuellen Ausgabe von Faces.